Hallo ihr Lieben, heute soll es noch ein Video zu meinen Weihnachtsbüchern geben, also die Bücher, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich dachte mir, ich zeige sie euch nochmal in einem extra Video, denn ich habe auch noch ein Paket zu Weihnachten bekommen von einer ganz, ganz lieben Abonnentin von mir, und zwar von Heavenly. Und sie hat mir einfach ein Paket zugeschickt und ich habe gedacht so, what? Und ich habe mich natürlich mega darüber gefreut und du bist echt verrückt. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich, dass du mir das Paket zugeschickt hast. Ich habe mich so wahnsinnig doll darüber gefreut. Und ja, sie hat in der Karte, die in dem Paket ist, gemeint, du kannst doch auch ein Unpacking drehen. Und dann dachte ich mir so, ja, ich kann ein Unpacking drehen und euch zeigen, was sie mir geschickt hat. Deswegen dachte ich, wir packen das zusammen aus und ich zeige euch gleich noch die anderen Bücher, die ich so zu Weihnachten und zum Geburtstag bekommen habe. Und ja, deswegen gibt es heute ein Unpacking und meine Weihnachtsneuzugänge. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, Milo liegt hier so im Bild, so halb. Seht ihr ihn? Da. Ach, guck mal, da steht noch mein Weihnachtsbaum. Milochen liegt hier neben mir und schläft. So. Also nicht wundern, das ist der Hund. ich würde sagen, wir starten mit den Büchern, die ich bekommen habe und machen das Unpacking dann ganz zum Schluss, weil der Karton ist jetzt auch ganz unten. ja, ich würde sagen, fangen wir mit den Büchern an, die ich bekommen habe. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich mir nach Weihnachten selber noch bestellt habe. Oder was sagt, ich habe es mir dann gleich an Heiligabend noch bestellt, denn ich habe von meinen Omis wie immer Geld bekommen und habe mir davon eine Handtasche gekauft und habe mir, wie gesagt, auch noch ein Buch gekauft. Ich habe dieses Buch selber verschenkt zu Weihnachten. Und als es hier ankam und ich es eingepackt habe, habe ich gedacht, das ist so schön. Ich möchte dieses Buch auch gerne haben. Und zwar habe ich mir gekauft das Coloring Book zu A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas. Also es ist ein Ausmalbuch. Ich bin ja sonst normalerweise nicht für sowas zu haben. Aber hier sind teilweise so schöne Zeichnungen drin, dass ich dieses Buch einfach haben musste. Ich kann euch das ja mal zeigen. Hier so zum Beispiel. Und dann steht halt auch hier immer noch so Buchzitate drin. Das ist zwar jetzt auf Englisch, aber da es ja hier mehr um das Ausmalen geht wie um den Text, fand ich das jetzt nicht schlimm. Also ich fand es richtig, richtig toll. Und ja, wie gesagt, ich habe es selber verschenkt und habe gedacht, ich will es eigentlich gern selber behalten. Und deswegen habe ich es mir dann von dem Geld, was ich geschenkt bekommen habe, gleich noch mit bestellt. Und ja, ich freue mich sehr und ich finde dieses Buch richtig, richtig cool. Und ich werde da auf jeden Fall die nächsten Tage noch ein bisschen drin rumstöbern. Mal gucken, vielleicht fange ich auch schon an, was auszumalen. Das Bild hier finde ich auch richtig cool, ne? Ich sage euch nicht, wer das ist, wer da drauf ist, aber das ist ein richtig tolles Gruppenbild. Ein richtig, richtig tolles Gruppenbild. Also ich mag die Zeichnung auf jeden Fall und ja, habe mir das Malbuch zu A Court of Thorns and Roses bestellt. Und jetzt muss ich mal kurz den obligatorischen Akkuwechsel durchführen. Moment. So, ihr Lieben, es ist inzwischen eine Stunde vergangen. Ich wollte den Akku wechseln, mache den zweiten Akku rein, ist der auch leer. Die haben sich beide irgendwie entladen, weil ich die letzten anderthalb Wochen nicht in Gebrauch hatte. Und ach ja, alles scheiße. Lassen wir das Thema einfach. Ich habe jetzt eine Stunde den Akku ans Ladegerät gehangen und hoffe, dass wir so weit erstmal hinkommen, dass ich wenigstens dieses Video fertig drehen kann. Und ja, wir waren ja gerade bei den Büchern, die ich zu Weihnachten und zum Geburtstag bekommen habe. Passend zu dem Coloring Book von Das Reich der Sieben Höfe habe ich von meinem Schatzi auch den ersten und den zweiten Teil bekommen. Ich hatte mir die beiden Bücher ja von Sina ausgeborgt zum Lesen und ich fand den zweiten Teil einfach so mega gut, dass ich beide Bücher dann unbedingt haben wollte. Also ich fand den ersten Teil auch richtig gut, aber der zweite war noch um einiges besser und hat mich dann vollends überzeugt, die Bücher auch zu kaufen. Und jetzt habe ich sie und ich freue mich und ja, ich freue mich vor allen Dingen, dass die nicht auf meinen Sub wandern, sondern schon als ins Gelesenregal. Denn es ist immer schön, neue Bücher zu bekommen und sie dann nicht auf dem Sub zu haben, denn mein Sub ist groß. Aber mehr dazu in meinem Substand-Video. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern, die ich bekommen habe. Und zwar habe ich von der lieben Jenny auch vier Bücher bekommen zu Geburtstag und Weihnachten. Und zwar einmal Love Letters to the Death. Das Buch stand jetzt schon ewig auf meinem Wunschzettel. Das wurde ja damals ziemlich gehypt, wo es rausgekommen ist. Und ich fand, das hat sich einfach ganz, ganz toll angehört. Und ja, freue mich, dass ich das von Jenny jetzt bekommen habe. Und ja, mal gucken, wann ich es lesen werde. Ihr kennt das ja, Sub und so, ne? Lassen wir das Thema. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr über dieses Buch gefreut. Dann habe ich noch von Jenny bekommen, Singe, Fliege, Vöglein, Stirb. Das ist der dritte Teil. Also das
gehört für mich zu dieser einen Reihe von Janet Clarke, was ja diese Jugendthriller sind. Und da habe ich ja die ersten beiden Teile mir selber schon gekauft. Und jetzt habe ich den dritten und damit alle drei Teile zusammen. Und da freue ich mich schon sehr. Und ja, jetzt möchte ich auch diese Bücher irgendwie nur mal lesen. Mal gucken, wann ich das mache. Aber so ist das ja mit jedem Buch, was ich euch zeige. Mal gucken, wann ich es lese. Ha, ha, ha. Das nächste Buch hatte ich auf meinen Wunschzettel gesetzt, weil das mir die Annika empfohlen hat. Und Jenny hat meinen Wunschzettel bekommen, den ich bei Medimops habe und hat da sich die Bücher dann rausgesucht. Und ja, dann habe ich noch bekommen Stigmata von Jenny. Ich weiß, Annika schwärmt immer sehr von diesem Buch. Und dieses Buch ist ja auch nicht einfach nur ein Buch, sondern hier sind ja auch Fotos drin. Wartet mal, ich will euch mal eins zeigen. Hier. Und die Fotos passen wohl zur Geschichte und das ist ein Foto, was gerade sehr, sehr creepy ist. Also so sieht das Ganze aus. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch, gerade da Annika da immer so von schwärmt. Und ja, ich werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Auch noch mitbekommen von der lieben Jenny, habe ich gelöscht den ersten Teil dieser Trilogie von Terry Terry. Ich habe ja Mind Games von Terry Terry gelesen und das hat mir richtig gut gefallen. Und gelöscht stand auch schon ewig auf meinem Wunschzettel. Und ja, jetzt habe ich den ersten Teil, jetzt kann ich mal reinlesen, ob das Ganze was für mich ist oder auch nicht. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist ja eine Dystopie und ich werde mal schauen, wann ich dazu komme, es zu lesen. Es wandert erstmal auf den Sub, da bin ich ehrlich, denn ich habe mir vorgenommen, erstmal meine ganzen Subleichen jetzt so nach und nach zu dezimieren, dass ich auch da mal irgendwie vorankomme. Deswegen werden viele Bücher, die ich jetzt gekriegt habe, wahrscheinlich erstmal auf den Sub wandern und dort erstmal ein bisschen liegen, aber so ist das halt immer. Aber ein Buch, was definitiv nicht auf meinem Sub jetzt ewig liegen wird, ist Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Ich war ja immer ein bisschen zwiegespalten, ob ich dieses Buch lesen sollte, denn es ist eine Schüler-Lehrer-Beziehungsgeschichte und da bin ich immer nicht so ein Freund von. Aber es ist Brittany C. Cherry. Also ich mag ihren Schreibstil total und ich finde ihre Art, Geschichten zu erzählen, ganz, ganz toll. Und deswegen habe ich es mir dann doch noch mitgewünscht und das Buch habe ich von meinem Schatzi zum Geburtstag bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ja, ich denke mal, dass ich es auch demnächst dann mal mit verschlingen werde. Und ja, ich werde berichten, ob diese Schüler-Lehrer-Geschichte vielleicht die erste ist, die mir so gefallen hat, weil bisher alles, was ich so an Schüler-Lehrer-Geschichten gelesen habe, war nicht so meins. Naja, schauen wir mal. Auch noch mit einem Buch, was ich von meinem Schatz bekommen habe zum Geburtstag, ist Frost wie Schatten. Das ist der dritte Teil dieser Reihe und ich finde diese Cover einfach wunderschön. Ich weiß gerade nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Ich glaube, Ice Like Fire-Reihe ist das. Und ich glaube, das ist auch der letzte Teil von dieser Reihe. Ich weiß noch, dass der zweite einen mega fiesen Cliffhanger hatte am Ende und ich dachte so, oh mein Gott. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das hier mit Mayra und Martha und allen anderen so weitergeht und was da alles noch passiert und ob sie es am Ende schaffen gegen den Bösen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, Angra, genau, der böse König hieß Angra, ob sie es schaffen, gegen den zu bestehen und das Königreich zu retten oder die Königreiche, es sind ja mehrere. Und ja, ich freue mich dann, damit auch diese Reihe zu beenden. Es ist doch der letzte Teil, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe, hoffe, hoffe es. Ja, in einem letzten Kampf. Ich bin gespannt. Ich werde euch auch hier berichten, wie mir dann diese Reihe im Großen und Ganzen gefallen hat. Und das letzte Buch, was ich zum Geburtstag bekommen habe, ist Wolkenschloss von Kerstin Gier. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal, liebe Maria, für dieses wundervolle Buch. Ich freue mich schon sehr, dieses Buch zu lesen. Kerstin Gier schreibt einfach so, so toll und ich bin schon sehr, sehr auf Wolkenschloss gespannt und ja, ich denke mal nicht, dass dieses Buch lange auf dem Sub liegen bleiben wird und ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich weiß gar nicht, ist das ein Einzelband oder ist das auch wieder ein Auftakt einer Reihe? Bei meinem Glück ist das wieder ein Reihenauftakt. Wir werden sehen und ja, ich freue mich auf jeden Fall über Wolkenschloss von Kerstin Gier und werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe. So, das waren die Bücher von Geburtstag und Weihnachten. Kommen wir jetzt noch zu meinem Überraschungspaket. Ihr wisst gar nicht, wie schwer mir das gefallen ist, dieses Paket nicht auszupacken, sondern zu warten, bis ich dazu komme, dieses Unpacking zu drehen. Das hat mich jetzt eine Woche gekostet, dieses Paket hier stehen zu lassen. Ich habe wirklich nur die Karte gelesen, die drin ist. Und dann mit meiner Abonnentin auf Instagram noch mal ein bisschen hin und her geschrieben. Und sie hat mir auch gesagt, dass da eigentlich noch ein Buch rein sollte, was aber nicht mehr pünktlich angekommen ist, weswegen sie mir das nachgeschickt hat. Dieses Buch müsste rein theoretisch heute mit der Post kommen. Da ich aber nicht weiß, wann die Post heute kommt und ich heute auch nicht den ganzen Tag Zeit habe zu warten,
drehe ich jetzt halt ohne dieses Buch und zeige euch das Buch dann in meinen kompletten Neuzugängen nochmal, weil die drehe ich heute nicht mehr. Und ja, zeige euch da das eine Buch, was noch gefehlt hat, nochmal mit. Und ja, ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal aus. In diesem Paket ist auf jeden Fall sehr, sehr viel so Flitterkram drin, was so rumfliegt, so kleine Schneeflöckchen und sowas. Mein Freund hat hier schon geflucht und gesagt, oh, überall fliegt dieser Mist rum, weil ich halt das Paket ja schon aufgemacht habe. Und in dem Paket drin war auf jeden Fall erstmal eine Weihnachtskarte, die ich richtig, richtig süß finde. Und ja, ich werde euch jetzt nicht lesen, was da drin stand, denn das ist privat. Und ich habe mich aber sehr, sehr darüber gefreut, auch über die ganz, ganz lieben Worte. Ich danke, danke, danke dir. Ich weiß nicht, ob ich deinen richtigen Namen nennen sollte. Deswegen nenne ich dich jetzt einfach mal nach deinem Kommentiernamen, nämlich Heavenly. Ich danke, danke, danke dir vielmals für diese lieben, lieben Worte und auch für dieses wundervolle Paket. Das motiviert einen doch wirklich weiterzumachen und bestärkt einen auch so ein bisschen da drin, dass man das vielleicht doch hier alles nicht ganz so verkehrt macht, was man hier macht. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut und ich freue mich auch immer noch. Und ich sage es dir nochmal, du bist verrückt. Und ja, ich packe jetzt aber erstmal aus und vielen, vielen Dank, Heavenly, an dieser Stelle für dieses wahnsinnig tolle Paket. Ich bin sprachlos, aber das weißt du ja schon. Das habe ich dir auf Instagram schon geschrieben alles. Sie hat diese Pakete nummeriert. So. Ich habe sie jetzt alle 5 in der Hand und hier sind Zettel vorne drauf und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal der Reihe nach, was da drin ist für Bücher. Und hier haben wir nochmal ganz viel Glitter. So, ich guck mal, dass jetzt hier nicht alles so durch die Stube fliegt, nicht, dass mein Hund sich da noch irgendwas von einverleibt. So, fangen wir mit dem ersten Buch an. Und zwar 1a. Dieses Buch habe ich auch zu Hause. Ich habe es 2-mal gekauft, weil ich es gegebenenfalls mit dir zusammen lesen wollte. Irgendwann. Okay, ich bin gespannt, was das für ein Buch ist. Wir können es natürlich gerne zusammen lesen. Ich hoffe nicht, dass ich eins von den Büchern schon gelesen habe oder jetzt doppelt habe oder irgendwas. Das wäre echt schade, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was ich für Bücher jetzt hier drin habe. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. So 0,00 Ahnung. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Das erste Buch ist von Rachel Gibson, Liebe, fertig, los. Sagt mir so gar nichts, muss ich ehrlicherweise sagen. Sagt mir so gar nichts, habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Da steht in Händen drauf. Ich versuche es mal vorzulesen, es ist sehr, sehr schwierig. Eigentlich sollte es für Georgiane, dieser Name, ich kann ihn nicht aussprechen, der schönste Tag ihres Lebens werden, doch vor dem Traualtar kommen ihr plötzlich Zweifel, ob der knapp 60-jährige Virgil Duffy, Besitzer der Eishockeymannschaft der Seattle Chinooks, wirklich der Richtige für sie ist und sie entscheidet sich für Nein. Im letzten Moment flüchtet sie von der Hochzeitsgesellschaft und rennt direkt in die Arme des Eishockeyspielers John Kowalski. Den sie kurzfristig zum Fluchthelfer erklärt. John nimmt Georgiane bereitwillig bei sich auf. Zwar nur für eine Nacht, doch diese bleibt nicht ganz folgenlos. Das klingt doch nach einem Buch für Susi. Mensch. Also ich lese das sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Vielleicht Februar oder so, weil im Januar bin ich schon voll mit gemeinsamen Lesen. Da habe ich so viele gemeinsame Lesen jetzt, ey. Ich muss mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Ja, vielleicht Februar oder so. Aber ich lese das sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Es klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und nach einer Susi-Geschichte sowieso. Und ja, vielen, vielen Dank für dieses Buch. Ich freue mich. Wie gesagt, ich habe das noch nirgendwo gesehen, noch nirgendwo gehört, noch irgendwie mal irgendwie. Ich bin auch, die Autorin sagt mir auch so gar nichts, ne? Aber bei der ganzen Masse an Autoren und Autorinnen, die es draußen gibt, auf dieser Welt, kann man ja auch nicht alle kennen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Da hat sie geschrieben, das Buch kenne ich nicht, aber es hört sich gut an. Ich hoffe, es gefällt dir. Lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, das erste Buch hat sich ja auch gut angehört. So, in einem Moment. Das ist echt hier, das ist so, wenn man nicht weiß, was da drin ist, ne? Ich meine, wenn man so gar keine Ahnung hat, was kommt. Das zweite Buch ist von Jodi Picoult. Ich weiß immer nicht, wie man sie ausspricht. Picoult. Die Wahrheit meines Vaters. Von der Autorin wollte ich schon ganz, ganz lange mal was lesen. Worum geht es denn hier? Wenn du plötzlich nicht mehr die bist, die du zu sein glaubst. Delilah Hopkins verbrachte eine glückliche Kindheit. Daran bestand bisher nie ein Zweifel. Doch als eines Tages die Polizei ein schreckliches Geheimnis über ihre Familie offenbart, holt eine Vergangenheit Delilah ein, von der sie nicht einmal wusste, dass es sie gab. Jodi Picoult erzählt die zutiefst berührende Geschichte einer Frau und es gelingt ihr, den Wert der Erinnerung und die Liebe fühlbar zu machen.
Klingt ja schon mal sehr, sehr interessant. Also ich bin gespannt. Es klingt auf jeden Fall richtig gut. Und wie gesagt, von der Autorin wollte ich schon ganz, ganz lange mal was lesen. Und jetzt habe ich ein Buch zu Hause. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle. War auf jeden Fall ein gutes Buch. Wie gesagt, von der Autorin wollte ich schon ganz, ganz lange mal was lesen. Da schleiche ich immer so um die Bücher drum rum. Bin mir aber immer nicht sicher, ob mir das gefällt. Das ist immer so, wenn man dann so einen hohen Sub hat wie ich, ne, überlegt man sich das dreimal, ob man dann das Buch mitnimmt oder nicht. Was macht denn der Hund da hinten schon wieder? Na, Schatzi, willst du deinen Gastauftritt hinter dich bringen für heute? Dann mach mal. Ja, ich würde sagen, Hund bringt seinen Gastauftritt hinter sich und wir machen hier weiter. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Hier steht drauf, dieses Buch ist etwas für Drachenfans. Ich habe es noch nicht gelesen. Sag mir, wie das Buch war, wenn du es liest. Ich habe eine Befürchtung, was hier drinne sein könnte. Von der Dicke her zumindest, was dieses Buch betrifft. Nee, es sieht nicht nach meiner Befürchtung aus. Nein, es ist nicht meine Befürchtung. Juhu! Ich hatte jetzt kurz Angst, dass da Aragorn drin ist, weil das Buch mochte ich nicht. Und es ist ja auch ein Drachenbuch. Aber nein, es ist Der Rubine Drache von Peter Ward. Oder Peter Ward. Ich weiß es nicht. Worum geht es denn? Was war das denn? Wie alle Einwohner des chinesischen Kaiserreiches hat auch Roshkan, der Sohn eines reichen Kaufmanns, von den alten Legenden gehört, nach denen vor vielen Jahrhunderten bösartige geflügelte Drachen versuchten, die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen. Um dies zu verhindern, wurden die Drachen vom weisen Herrn der Welt in wunderschöne, gute Wesen verwandelt. Aber das Böse ist wieder erwacht und der Schatten ohne Namen will sich die gewaltige Macht der Drachen erneut zunutze machen. Nie hätte sich Roshkan träumen lassen, dass er in diesem Kampf der Mächte die Schlüsselrolle spielen wird. Klingt auf jeden Fall richtig gut. Und ich mag ja Drachengeschichten total. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, hier ist eine Karte drin. Jo, ich liebe es, wenn in High-Fantasy-Geschichten Karten drin sind. Ich habe ja immer so meine Probleme mit dem Worldbuilding, ne? Also ich bin sehr, sehr gespannt. Es klingt richtig gut. Ist bestimmt auch schon ein älteres Buch, weil das sagt mir auch so null, dieses Buch. Also... Evelyn, du hast auf jeden Fall Bücher ausgesucht, die ich noch nie gehört habe und überhaupt nicht kenne und ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, aber das finde ich richtig gut. Danke, 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 danke. Ich werde berichten, wenn ich dieses Buch gelesen habe. Ich weiß nicht, wann es sein wird. Ich bin ehrlich, ich habe einen Sub. Ich muss erst mal die alten Bücher runterlesen, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich mag Drachengeschichten total und das klingt wirklich sehr, sehr interessant und auch nach einem Ansatz, den ich so noch nicht gelesen habe. Deswegen vielen Dank. Danke, danke, danke. So, machen wir weiter. Zwei Bücher haben wir noch. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Das Buch soll sehr gut sein, daher habe ich es für dich gekauft. Ich hoffe, es gefällt dir. Und hier ist wieder eine Schneeflocke. Und noch ganz viel... Noch eine Schneeflocke. Ich werde von Schneeflocken attackiert. Ich finde die Schneeflocken süß. Mal gucken, was ich damit noch anstellen kann, ob ich da noch irgendwie eine Verwendung für finde. Oh, ich glaube, ich weiß... was da drin ist. Dieses Cover hier unten kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder? Oder auch nicht. Doch, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Haha! Dieses Buch habe ich auch schon ewig nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte es mal auf dem Schirm eine Zeit lang, war mir dann aber unsicher, ob ich es lesen sollte. Und zwar ist das von Audrey Niffenegger. Wie spricht man diesen Namen aus? Niffenegger, die Frau des Zeitreisenden. Ich habe den Film dazu irgendwann mal gesehen vor long, long time. Ich kann mich da auch nicht mehr wirklich dran erinnern, aber das Buch soll wirklich richtig, richtig gut sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ich werde es auf jeden Fall mitlesen. Und ja, cool, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich. Danke. Wie gesagt, ich hatte das Buch irgendwann mal auf dem Schirm, aber dann... Tschum, habe ich es irgendwann wieder runtergekickt, weil ich dachte, komm, du kaufst es ja sowieso nie. Und jetzt habe ich es. Wie cool. Danke, 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 danke. Das ist schön. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Die meisten Rezis, die ich dazu je gesehen habe oder gelesen habe, waren wirklich richtig gut. Also ich bin gespannt. Dankeschön. Danke, es war auch wieder ein Volltreffer hier, dieses Buch. Mensch. Heavenly kennt mich. Heavenly weiß, was mir gefällt. Ich bin gespannt. So, und jetzt reiße ich hier oben schon auf, ohne zu lesen. Ah, ich bin schon total verwirrt. So, hier steht drauf, ich weiß von meiner Fragerei an dich, dass du das Buch noch nicht hast. Daher hoffe ich, dass ich dir damit eine Freude machen konnte. Du liebst die Autorin. Viel Spaß beim Lesen.
Ein Tipp, es ist der siebte Teil. Das ist der siebte Teil, so die Gilde der Jäger bestimmt. Ja, wie cool ist das denn? Na, dankeschön, danke, 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 Engelsseele, den habe ich noch nicht. Dankeschön, wie cool, ich freue mich. Ich muss diese Reihe auch unbedingt mal weiterlesen. Ne? Jetzt habe ich Band 3, 4, 5, 6 und 7 schon zu Hause. Jetzt fehlt mir nur noch 8 und 9 und dann bin ich auf aktuellem Stand, wenn ich sie dann auch irgendwann mal gelesen habe. Aber wow, wie cool, ich danke dir. Vielen, vielen Dank, das ist voll cool. Danke, 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 danke. Ich liebe Nalini Singh. Ich liebe, liebe, liebe Nalini Singh. Aber ich glaube, du liebst Nalini Singh ja auch. Ne? Also von daher, Nalini Singh Homies und so. Oh, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Dankeschön! Oh. Um wen geht es denn im siebten Teil? Es geht um die Jägerin Ash und den Vampir Javier, würde ich ihn jetzt aussprechen. Naja, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Ich muss echt weiterlesen. Also ich wollte schon längst weiterlesen bei der Reihe, aber irgendwie... Ich habe auch im Dezember überhaupt nicht viel gelesen. Also der Dezember war wieder so ein Monat, der so wusch dahin gegangen ist, ohne dass ich wirklich irgendwas gemacht habe. Und... ja, ich möchte dieses Buch auf jeden Fall nächstes Jahr lesen. Also ich werde definitiv diese Reihe nächstes Jahr weiterlesen. Ich werde das jetzt, denke ich mal, mit der Reihe so anfangen, wie ich das mit den Gestaltenwandlerbüchern gemacht habe. Da habe ich auch jeden Monat ein Buch gelesen. Es sei denn, das Ende von diesem Gestaltenwanderbuch war richtig fies und habe ich gleich noch ein zweites hinterher gelesen. Aber ansonsten habe ich jeden Monat ein Buch gelesen und habe mich dann so über anderthalb Jahre durch diese ganze Reihe gekämpft, dass ich auf aktuellem Stand bin. Und so werde ich es jetzt mit diesen Büchern auch machen, dass ich ab Januar anfange und jeden Monat ein Buch lese. Vielleicht auch mal zwei, je nachdem. Und ja, ich freue mich aber. Ich danke dir. Danke, 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 danke. Auf jeden, vielen Dank. Oh, I'm so happy. Danke für diese ganzen tollen Bücher. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Dankeschön. Und wie gesagt, vier Bücher, also wie gesagt, das hier kenne ich ja, aber die anderen drei Bücher habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, klingen aber richtig, richtig gut und ich freue mich. Ich danke dir. Danke, danke, dankeschön. Du bist verrückt. Danke. Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch Danke sagen kann. Oh, das ist so ein... Kennt ihr das, wenn ihr so überhaupt nicht mit irgendwas rechnet und dann kriegt ihr das dazu geschickt, einfach mal so, weil die Person euch gerne mag und ihr kennt diese Person aber eigentlich auch nicht so richtig, aber sie kennt euch natürlich durch die Videos, aber das ist so ein ganz, ganz krasses Gefühl und ich freue mich da einfach sehr. Vielen, vielen Dank. Oh, danke, du hast meine Wahnsinnsfreude gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Heavenly, für dieses tolle Paket und wie gesagt, was noch als sechstes Buch auch noch von ihr ankommt, zeige ich euch dann in meinem Neuzugänge-Video. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Gucken. Das waren meine ganzen Büchergeschenke, die ich zu Geburtstag und Weihnachten bekommen habe. Und es sind einige Schätzchen dabei. Und auch noch ein paar andere Schätzchen und so. Und ja, ich bin auch froh, dass es nicht ganz so ein schlimmes Ausmaß angenommen hat wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, letztes Jahr hatte ich zwei so hohe Büchertürme hier stehen. Ich glaube, ich habe da über 40 Bücher insgesamt gekriegt letztes Jahr. Und das war einfach so krass viel. Und ich wusste nicht mehr, wohin damit. Einiges habe ich inzwischen schon davon gelesen, anderes noch nicht. Das muss ich echt mal mitlesen. Und ja, ich freue mich. Vielen Dank. Danke, Heavenly, für dieses tolle Paket. Und danke auch allen anderen für diese ganzen tollen Bücher, die ich zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen habe. Ich freue mich sehr, 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 sehr darüber. Und jetzt höre ich auf hier mit dem... rumgefreue und rum Dankeschön gesage. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.